So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir mal was ganz Neues versuchen. Ich werde jetzt mal eine Präsentation mit PowerPoint als Video starten. Es geht um den Morbus Meniere. Der Morbus Meniere ist eine Erkrankung, die sehr viele Patienten betrifft. Und diese Diagnose wird relativ häufig gestellt. Man muss sagen, sie wird mittlerweile relativ häufig gestellt. Aber die Frage ist natürlich in diesem Zusammenhang, Morbus Meniere, was heißt das? Was ist Morbus? Und Morbus heißt Krankheit und Meniere. Was ist das eigentlich? Wie glaubt man, dass es zu den typischen Symptomen kommt? Und was sind das für Symptome? Und welche Ursachen gibt es dafür, dass es zu dieser Schwindelerkrankung kommt? Ein Überdruck im Innenohr wird diskutiert, eine entzündliche Erkrankung, glauben auch manche, und eine Störung im Verlauf des Hör- und Gleichgewichtsnerven, also außerhalb des Innenohres. Leider ist der Morbus Meniere eine häufige Fehldiagnose und man stellt sich mitunter tatsächlich die Frage, gibt es den Morbus Meniere überhaupt? Das wird sicherlich kein ganz normales Video und es werden einige sich sicherlich wundern, wie man hier überhaupt fragen kann, ob es so eine Erkrankung überhaupt gibt, weil natürlich sehr viele tausende Menschen weltweit diese Erkrankung von einem Schwindelspezialisten, vielleicht sogar von mir selbst, bekommen haben. Die Meniere'sche Trias. Das ist das, womit ein Morbus Meniere hauptsächlich diagnostiziert wird. Man muss dazu wissen, der Morbus Meniere ist eine Ausschlussdiagnose. Es gibt keine Möglichkeit, den Morbus Meniere zu beweisen. Das Einzige, was wir tun, ist, wir gucken, ob es was anderes sein kann. Und wenn es nichts anderes ist, dann wird es wohl ein Morbus Meniere sein. Und hauptsächlich geht das, indem wir uns um die Symptome kümmern, Schwindel, Ohrgeräusche, also Tinnitus oder auch ein Hörverlust. Das wären die berühmte Meniere'sche Trias. Trias heißt, das sind drei Sachen auf einmal. Also wenn diese drei Symptome zusammen auftreten, dann ist ein Morbus Meniere zumindest möglich oder wahrscheinlich. Eigentlich müsste man das noch ganz ergänzen, weil die meisten Patienten sind zwischen 40 und 60 Jahre alt und in mehr als 50% der Fälle kann dieser Schwindel sogar beidseits entstehen. Und insbesondere interessant ist auch, es gibt eine familiäre Häufung. Keine wirkliche, zumindest keine uns bisher bekannte genetische Veranlagung, sondern eine familiäre Häufung. Jetzt wird's explosiv, nicht exklusiv. Und ich wage hier eine These, die nicht unbedingt gut ankommen wird. Aus meiner Erfahrung sind die meisten Meniere-Diagnosen, im Übrigen auch meine eigenen, falsch. Ich habe diese Diagnose selbst sehr häufig gestellt, habe ich bereits gesagt, und es war früher eine meiner Lieblingsdiagnosen, wenn diese Symptome zusammenkamen. Aber mittlerweile muss ich Ihnen sagen, habe ich viele meiner eigenen Diagnosen widerrufen und durch andere Diagnosen ersetzt. Ich bin tatsächlich immer weniger davon überzeugt, dass es den Morbus Meniere tatsächlich gibt und ich werde versuchen, in diesem kleinen Video Ihnen auch zu erklären, warum ich hier ins Zweifeln gekommen bin. Wenn man Patienten sehr sorgfältig untersucht und sie nicht nach dem Motto wirtschaftlich ausreichend notwendig zweckmäßig untersucht, dann stellt man fest, dass man in sehr vielen Fällen oder in den meisten Fällen Hinweise findet, mit denen sich die Diagnose Morbus Meniere tatsächlich nach gängiger Lehrmeinung sogar widerlegen lässt. Und wenn man davon ausgeht, dass das so ist und tatsächlich ein anderes Krankheitsbild findet, was die gleichen Symptome hervorruft, dann habe ich natürlich völlig neue therapeutische Möglichkeiten an der Hand, völlig neue Medikamente an der Hand und kann Patienten, denen ich bisher nicht wirklich helfen konnte, helfen. Der Namensgeber dieser Erkrankung war Prosper Meniere. Prosper Meniere lebte von 1799 bis 1862 und war der Leiter der
Taubstummenanstalt in Paris. 1861 veröffentlichte oder berichtete er über Patienten mit diesen Symptomen, Hörverlust, Ohrgeräusche und Schwindel. Und diese Publikation ist sehr berühmt geworden. Allerdings hat er nie mitbekommen, dass ein Krankheitsbild nach ihm benannt wurde, weil er 1862 an einer Lungenentzündung verstarb. Damals gab es noch keine Antibiotika. Antibiotika sind relativ neue Medikamente. Morbus Meynier ist nicht der Erfinder der Meyniereschen Erkrankung, sondern das war eigentlich Herr Charcot, der 1874 diese Symptome zusammengefasst hat und als Erkrankung des Meyniersche Erkrankung bekannt gemacht hat. Prosper Meynier hat auch nicht über Patienten berichtet, die an einem Überdruck im Innenohr gelitten haben, sondern er hat ganz einfach über Patienten berichtet, bei denen er verschiedene Symptome beobachtet hat, bei denen man bis zu diesem Zeitpunkt dachte, dass sie vom Gehirn kämen, eine Art Epilepsie seien und eben nicht eine Erkrankung des Innenohres. Und das ist tatsächlich das Bemerkenswerte gewesen. Sein Verdienst war, dass er erkannt hat, dass diese Kombination von Symptomen nicht dem Gehirn, sondern dem Innenohr zuzuordnen sind. Und das war etwas Neues und das war tatsächlich etwas Sensationelles. Diese Idee vom Überdruck im Innenohr, die kam später dazu. Und zwar hat man sie in Analogie, also im Vergleich oder in einem ähnlichen Verlauf vermutet, wie es beim grünen Star der Fall ist. Der grüne Star ist eine Augenerkrankung, über die schon in der griechischen Antike berichtet wird. Und beim grünen Star ist es so, dass über einen Überdruck im Auge die Sehzellen geschädigt werden können, weil das Wasser, was sich im Augapfel befindet, nicht richtig abfließen kann über diesen sogenannten Schlemmschen Kanal, den wir hier etwas hervorgehoben sehen. Das heißt, der grüne Star oder das Glaukom ist ein Überdruck im Augapfel und dann hat man sich gedacht, okay, dann ist der Morbus Meynier vielleicht ein Überdruck im Innenohr, eben weil er genauso wie ein Glaukomanfall, also ein grüner Star, auch anfallsartig auftreten kann und weil es dabei auch zu im Prinzip vergleichbaren Zeitverläufen und auch Schädigungen kommt, nur dass es sich nicht auf das Sehen, sondern auf das Hören bezieht. Und man hat sich dann diese Konstruktion der Schnecke angeguckt und hat sich überlegt, wie entsteht das, und man hat gemerkt, okay, die meisten Hörverluste im akuten Anfall passieren im Tieftonbereich, also hier am Ende der Schnecke, und wir sehen hier zwei Flüssigkeitsräume. Zum einen kommt der Schall über das Trommelfell auf die Gehörknöchelchen, auf diesen äußeren Lymphschlauch und wird hier über das runde Fenster wieder nach außen geleitet. Und in der Mitte dieses Schlauches befindet sich ein Endolymphschlauch. Und wir unterscheiden hier zwei verschiedene Flüssigkeitsräume. Einmal die Peri, also die umgebende Lymphe, und einmal die Endolymphe, also die innere Lymphe. Diese Publikation von Meynier, von Prosper Meynier, die kann man tatsächlich, wenn man ein bisschen im Internet googelt, sich auch selbst mal durchlesen. Und ich würde empfehlen, das auch tatsächlich mal zu tun. Es finden sich auch wirklich sehr gute Kommentare dazu, auch medizinhistorische Kommentare. Und man wird sehen, dass Prosper Meynier tatsächlich ganz andere Patienten im Auge hatte, unter anderem auch Patienten mit Migränebeschwerden, sodass es auch sein könnte, dass er hier einen Migräneschwindel beschrieben hat. Es könnte auch sein, dass er einfach Ohrenentzündungen beschrieben hat. Das heißt, der hat sich gar nicht so festgelegt. Er hat einfach diese Symptome genommen und anhand von einzelnen Beispielen den Zusammenhang zum Ohr herbeigeführt. Damit wir das Ganze verstehen, brauchen wir ein bisschen Anatomie. Und wir haben hier eine kleine Folie vorbereitet mit einem Bild des menschlichen Innenohres, der Schnecke und dem daran anschließenden Hörnerven. Hier sieht man noch so einen kleinen Gehörknöchelchen. Und wenn man das ein bisschen aufteilt, dann sieht man hier vorne die Bogengänge. Und diese Bogengänge sind verantwortlich für Drehbewegungen. Also der horizontale Bogengang, der macht sowas, was ich jetzt hier mit meinem Kopf mache.
Und dann sagen wir, der vordere Bogengang wäre für diese Bewegung verantwortlich und der hintere Bogengang eben für diese Bewegung. Und wir haben den Utriculus. Der Utriculus ist für solche Schwankbewegungen, wie ich sie gerade mal hier vorführe, verantwortlich. Und last but not least haben wir den Sacculus und der Sacculus ist für Liftbewegungen erforderlich. Also das wäre etwas für unseren Sacculus gewesen. Und wir haben letztendlich auch noch die Hörschnecke zum Hören. Und all diese Sachen hängen im Prinzip natürlich zusammen. Insbesondere interessant für uns ist der Sacculus, also der für diese Liftbewegungen Verantwortliche. Und ich lade Sie ein, jetzt einmal in eine Schnecke hineinzuschauen und wir schneiden die Schnecke einfach einmal auf. Und dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Das heißt, wir haben einen mit einer Hohlräume in dieser anatomischen Struktur, in der die Endolymphflüssigkeit liegt. Wir sehen hier auch aufgeschnitten den Sacculus und den Utriculus. Wir sehen diesen inneren Lymphschlauch, sehen hier einen Teil des äußeren Lymphschlauches. Und wir haben, wie gesagt, die Peri- und die Endolymphe. Und besonders interessieren tut uns die innere, also die Endolymphe. Wenn man sich nur mal die Flüssigkeitsräume miteinander verbindet, dann kann man erkennen, dass unsere Hörschnecke hier im hinteren Anteil tatsächlich über kleine Kanäle zuerst mal nur mit dem Sacculus verbunden ist, anschließend über einen Ausgleichskanal, den man auch als Endolymphsack bezeichnet, schließt sich als nächstes der Utriculus für die Schwankbewegungen an und dann erst kommen die Bogengänge, die dann letztendlich zum Beispiel Drehschwindel machen. Aber warum sollte jetzt auch bei einem Druckverlust oder bei einer Druckveränderung oder einer Vermischung der Flüssigkeiten in diesem Schlauchsystem ausgerechnet es zu Drehschwindel kommen und nicht vielmehr, was eher zu erwarten wäre, als erstes zu einem Liftschwindel oder zu einem Schwankschwindel? Oder warum sollten nicht diese kleinen Gänge einfach kollabieren in dem Moment, was tatsächlich wesentlich wahrscheinlicher wäre, als dass sie offen blieben? In der Schnecke selbst, wenn man sie stark vergrößert, kann man sehen, hat man im Prinzip drei Etagen. Und wir haben hier, das ist der äußere Lymphschlauch, hier geht die Schallwelle rein, hier kommt die Schallwelle raus. Und in diesem mittleren Abschnitt, da befinden sich unsere Hörzellen und der Endolymphschlauch. Und hier ist auch die Sache, wo der Schwindel letztendlich entstehen soll. Und wir schauen uns das Ganze einfach nochmal vergrößert an. Das heißt, wir vergrößern jetzt diesen Abschnitt hier raus. Und ich habe mir einfach mal erlaubt, unsere reißnersche Membran hier mal einreißen zu lassen, sodass es hier zu Schwindel kommen kann. Kann das sein? Ich habe einen Vortrag gehabt zusammen mit Professor Hamann aus München, einem anerkannten Experten für Schwindelerkrankungen in Heidelberg in der Uniklinik. Und nach diesem Vortrag hat Professor Hamann zu mir gesagt: Ich glaube das alles nicht mehr. Ich habe mir alle Schnittbilder angeschaut und es handelt sich hier um Quetschartefakte. Es gibt nicht eine einzige überzeugende Darstellung, dass der innere Lymphschlauch an dieser reißnerschen Membran tatsächlich jemals eingerissen wäre. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, alle einzelnen Schnittbilder selbst noch einmal anzugucken, aber es hat mich zum Nachdenken gebracht. Professor Hamann selbst geht eher von einer entzündlichen Erkrankung mittlerweile aus und sieht einen Zusammenhang in Richtung einer Neuropathia vestibularis oder einer Autoimmunerkrankung oder ähnliches. Und das kann durchaus sein. Auch diese These ist wesentlich wahrscheinlicher als die These mit dem Überdruck, die zwar seit 1870 bereits kursiert, aber niemals bewiesen werden konnte. Es konnten zwar fragliche Überdrücke dargestellt werden, aber auch auf MRT-Bildern, wo diese Kontrastmittel in die Endolymphflüssigkeit aufgenommen wurden, konnte man zwar mal größere, mal kleinere Endolymphräume sehen, aber tatsächlich konnte nie einer beweisen oder sagen, ja, das ist ein Morbus Meniere, sondern höchstens, das ist ein Endolymphhydrops. Und was man nicht gemacht hat, man hat sich bei solchen Patienten nicht geguckt, ob es zum Beispiel einen anderen Grund gibt, ob es vielleicht eine Störung im Verlauf des Hör- und Gleichgewichtsnerven zum Gehirn gibt. Das Krankheitsbild wird durch eine nicht belegbare Hypothese erklärt
Und tatsächlich gibt es mehr was gegen als was für die These des Überdrucks im Innenohr spricht. Überlegung. Ich habe es Ihnen eben an dem Schema mit den Endolymph, den inneren Lymphräumen, gezeigt, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass es tatsächlich hier erstmal zu Drehschwindel kommen sollte. Warum sollte es zu Drehschwindel kommen? Bei einer Veränderung im Endolymphschlauch, und zwar gerade am Ende der Schnecke, wo man davon ausgeht, dass hier die meisten Einrisse erstmal entstehen, weil hier die größte anatomische Schwachstelle ist, dann müsste es zuerst mal einen Liftschwindel geben, dann einen Schwankschwindel und dann eigentlich keinen Drehschwindel, sondern alle Bogengänge müssten in gleicher Art und Weise betroffen sein. Es müsste also Fall, Kipp, Drehschwindel geben plus Schwank- und Liftschwindel und nicht Drehschwindel, der immer wieder erwartet wird. Es wird immer wieder erwartet, dass Patienten mit Morbus Meniere Hörverlust, Ohrgeräusche und Drehschwindel haben. Und das ist, entschuldigen Sie die klare Aussage, Unsinn. Alternativ kann man durchaus über Verschiedenes diskutieren. Durchblutungsstörungen. Warum nicht? Haben wir genauso gut am Auge wie in jedem anderen Organ, insbesondere im Gehirn. Ab dem 40. bis 60. Lebensjahr kommt es einfach durch Veränderungen der Durchblutung zu Ablagerungen im Gehirn. Und das könnte auch im Innenohr der Fall sein. Entzündliche Erkrankungen nehmen in den letzten Jahren zu, sei es Erkrankungen wie die Multiple Sklerose, Amyotrophe, Lateralsklerose oder andere entzündliche Hirnerkrankungen, von denen wir zum Teil nicht wirklich verstehen, wie sie funktionieren. Auch Demenzen oder andere Krankheitsbilder, Parkinson, stehen wir mit unseren Erkenntnissen noch ganz am Anfang. Es könnten auch Umbauprozesse in der Schnecke sein, einfach dadurch, dass unser Körper eigentlich gar nicht dafür gedacht ist, an die 100 Jahre alt zu werden. Und es kann auch zu Sklerosierungen führen, weil Entzündungen an dem Mittelohr auf das Innenohr übergegriffen haben. Und was ich persönlich besonders stark erforsche, ist der Verlauf der Adern und Nerven zwischen dem Innenohr und dem Hirnstamm, also Störungen im Verlauf des höheren Gleichgewichtsnerven, echte Gefäß-Nervenkontakte. Und das, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ist mein Favorit. Weil wir bei sehr vielen Patienten, bei denen man früher oder ich früher die Diagnose Morbus Meniere gestellt hat, in mehr als 80% aller Fälle Gefäß-Nervenkontakte findet, die dieselben Symptome hervorrufen können. Denken Sie daran, Prosper Meniere hat nicht über Patienten berichtet, die einen Überdruck im Innenohr hatten. Sie merken schon, das ist eine sehr provokante These, die ich hier äußere. Gibt es den Morbus Meniere? Ich denke, es gibt ihn nicht. Ist aber nur meine Meinung. Es ist keine Lehrmeinung, also fangen Sie nicht an, das in irgendeinem Lehrbuch nachzuschlagen, weil Sie werden diese These nicht finden. Das ist eine Premiere. Das ist eine Premiere, dass ich mittlerweile so sicher bin, dass ich damit mich an die Öffentlichkeit wage und sagen muss, hier muss aufgeklärt werden und dazu wähle ich tatsächlich moderne Medien wie zum Beispiel YouTube. Prosper Meniere und der Nikolaus haben eine ganze Menge gemeinsam aus meiner Erfahrung. Beide haben existiert und darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Das ist sicherlich anerkannt. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt hat auch jeder daran geglaubt oder kaum einer geglaubt an das, was sie sagen. Das heißt, es hat sehr lange gedauert, bis die Diagnose Morbus Meniere gestellt wurde. Viel früher hat man immer von Hörsturz und Hörsturz mit vestibulärer Beteiligung gesprochen. Eine extrem unsinnige Diagnose, weil es sich bei einem Hörsturz mit vestibulärer Beteiligung um zwei verschiedene Organe handelt, auch wenn sie in der Schnecke zusammenliegen. Aber irgendwann hat fast jeder an sie geglaubt und das Krankheitsbild Morbus Meniere und die Diagnose Morbus Meniere wurde geradezu inflationär benutzt. Nur ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man sich so wie ich fast ausschließlich mit Schwindelpatienten beschäftigt, fängt man an, nicht mehr daran zu glauben, dass diese Sachen immer noch in der Form existieren. Die Lehren
Und die Ideen, die dahinter stehen, sind zwar absolut richtig und die sollte man nicht vergessen und man sollte nicht den Fehler zu machen, das gibt es nicht, was ich gerade etwas provokant getan habe. Es mag tatsächlich einige wenige Menschen geben, bei denen genau dieser Mechanismus die Ursache für die Erkrankung ist, aber man sollte insbesondere nicht an diesem strikten Bild festhalten, dass man sagt, es muss Hörverlust, Ohrgeräusche und ein Drehschwindel sein, weil ich habe es Ihnen schon erklärt, ein Drehschwindel ist tatsächlich maximal unwahrscheinlich. Vorher muss es zu anderen Schwindelformen kommen. Wenn bei Ihnen die Diagnose Morbus Meniere gestellt wurde, dann lassen Sie diese Diagnose bitte noch einmal bei jemandem überprüfen und vermeiden Sie organzerstörende Eingriffe und Vergiftungen des Ohres durch Gentamicin oder andere Substanzen. Wir haben hier furchtbare Fälle in unserer Schwindelambulanz bereits gesehen, bei Patienten, bei denen sich nachdem das Organ zerstört wurde und die Schwindelanfälle nicht aufgehört haben, bekamen die Patienten erklärt, sie würden sich ihren Schwindel nur einbilden, weil es könnte ja nun kein Morbus Meniere mehr sein. Es war nie ein Morbus Meniere und die Eingriffe sind nicht rückgängig zu machen und die Organe sind zerstört. Und das ist tragisch. Gerne schauen wir uns auch mit Ihnen gemeinsam noch einmal Ihren speziellen Fall an und werden überprüfen, was für oder was gegen die Diagnose Morbus Meniere spricht. Auch ich stelle manchmal noch die Diagnose Morbus Meniere. Es kommt allerdings sehr selten vor. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich denke, das ist vielleicht für den einen oder anderen eine neue Sicht der Dinge und Sie haben hoffentlich ein paar Sachen gefunden, die Sie interessiert haben. Ich habe Ihnen auch erklärt, wie man sich allgemein vorstellt, wie der Morbus Meniere funktioniert, wie er ausgelöst wird. Und ich hoffe, dass Sie daran ein bisschen Freude haben und dass das für Sie interessant ist. Diese Inhalte dieser Präsentation geben nur meine persönliche Meinung wieder. Sie beruhen auf meiner Erfahrung, meiner langjährigen Erfahrung in der Schwindelambulanz in Sinsheim und vorher in der Universitätsmedizin Mannheim, in denen ich viele, viele, unzählbar viele Schwindelpatienten aller Art und Sorten gesehen habe. Ich präsentiere Ihnen hier Ergebnisse und Gedanken aus unserer Erfahrung und einer der größten privatärztlichen Schwindelambulanzen. Die Schwindelambulanz Sinsheim steht allen Patienten offen. Wir rechnen aber nicht mit gesetzlichen Kassen ab. Das heißt, alle Untersuchungen bei uns werden nach der Gebührenordnung für Ärzte in der gültigen Form berechnet. Und weitere Infos finden Sie auch auf unseren Internetseiten und auch bei YouTube haben wir weitere Videos, denn es folgen ständig neue. Und wenn Ihnen der Vortrag gefallen hat, geben Sie mir einen Thumbs up oder ein Like. Ich würde mich darüber freuen. Sie dürfen diesen Vortrag auch gerne teilen. Sie dürfen ihn auch gerne weiterverteilen. Die Bilder sind alle offen für Weitergabe. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank.